Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Forscher in der vedischen Astrologie. Dort oben sehen Sie auch meine Internetadresse eingeblendet, ja, bezüglich meiner lehrenden Tätigkeit als Lehrer der vedischen Astrologie-Schule. Ja, in diesen circa 15 Minuten geht es um die Deutung der Transitpositionen der Planeten für den Monat Dezember 2017. Ehe wir gleich loslegen, zwar ein paar wichtige Informationen vorweg. Erstens, falls Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, denn auf dem basieren meine Deutungen, ja, dann können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben. Dazu ist unterhalb dieses Videos auch ein Link vorbereitet, in dem Sie einfach Ihre Geburtsangaben einsetzen, ja, auch Geburtsort, Geburtsuhrzeit, dies mir zusenden und dann teile ich Ihnen kurzfristig mit, welcher Aszendent für Sie maßgeblich ist, um wirklich auch das Richtige der 12 Videos für den Dezember 2017 auszuwählen. Je nachdem, ob Sie Aszendent Löwe, Aszendent Waage, Aszendent Steinbock, was auch immer Sie sind, das müssen Sie wissen. Diese Deutungen basieren nämlich nicht auf dem Sonnenzeichen wie in der westlichen Astrologie, sondern sie basieren auf Ihrem Aszendenten. Erstens. Zweitens, ich lade Sie ein, dass Sie durch mich erfahren, was der wichtigste Planet in Ihrem Horoskop ist. Denn wichtiger als wie Sonnenzeichen, wichtiger sogar wie der Aszendent, ist der Planet, der Ihre Seele beschreibt. Weil das ist das, was Sie in Wahrheit sind. Sie sind ein verkörperter Geist, sprich eine Seele. Und so gibt es in der vedischen Astrologie den Seelenplaneten, der Sie in Ihrer wahren Natur beschreibt. Und auch diesen können Sie gratis bei mir, genauso wie den Aszendenten, anfordern. Auch dazu ist unterhalb des Videos der Link. Nehmen Sie den mit dem Aszendenten und dort ist dann auch angebracht, dass Sie damit den Seelenplaneten anfordern können. Und Sie bekommen eine DIN A4 Seite, die Beschreibung Ihres Seelenplaneten, der das meiste über Sie aussagt, mehr als wie Sonnenzeichen oder Aszendent. Dann, ja, ganz, ganz wichtig, und zwar meine geschätzte Kollegin und Ehefrau, ja, bietet dieses Jahr wieder die große Aktion an, meine Sterne 2018. Wagen auch Sie einen Blick in Ihre Zukunft, ja, was das Leben für Sie nächstes Jahr an Möglichkeiten und Chancen beinhaltet. Meine Ehefrau erstellt dazu eine Jahresdeutung, die ist manuell erstellt, also kein Softwareausdruck, sondern jede Seite handverlesen mit viel Liebe, Zeit und Hingabe erstellt. Dadurch bekommen Sie mehr Individualität in diese Horoskopanalyse für Ihr kommendes Jahr und viele interessante Tipps und Hinweise, wie Sie das Bestmögliche aus dem, was für nächstes Jahr für Sie in den Sternen steht, herausholen können. Um auf diese Seite zu kommen, finden Sie das Angebot, damit Sie sehen, was Sie dafür erhalten, auch unterhalb des Videos vorbereitet, wie Sie mit dem Link auf die Seite von meiner Frau kommen, um idealerweise noch ein Horoskop bestellen zu können, denn sie kann nur eine begrenzte Zahl machen. Und deswegen, ja, sollten Sie das dann auch kurzfristig nutzen. Ja, und dann noch letzter Punkt. Ich lade Sie ein, mir auf Facebook zu folgen. Immer mehr schließen sich hier mir der Gruppe auf Facebook an. Denn auch dort poste ich Videos, täglich die astrologische Zeitqualität, aktuelle Entwicklungen jetzt gerade mit Angela Merkel und so weiter und so fort, mit Deutungsvideos, mittlerweile glaube ich fast 50 Videos auch auf Facebook zu Deutungen oder wichtigen astrologischen Themen, aber vor allem auch die astrologische Zeitqualität, denke ich, ist sehr, sehr interessant. Gut, ja, das
war jetzt erstmal das Wichtigste vorweg. Nun aber zur planetaren Großwetterlage für Dezember 2017, wo ja große Veränderungen anstehen, denn Saturn wechselt ja nach 3 Jahren sein Zeichen. Wir sehen uns nun für Sie als Aszendent Wassermann die Transitpositionen der Planeten für Dezember 2017 nun genauer an. Ja, wie Sie schon anhand der Verteilung der planetaren Energien erkennen können, befinden sich die wichtigsten Planeten, aber auch sogar die meisten Planeten für Sie im Dezember im 11. Haus, ja, im Zeichen Schütze. Und das 11. Haus wird jetzt nochmal besonders wichtig, denn Saturn, der auch der Herrscher Ihres Aszendenten ist und der ja ein sehr großer Planet ist im Sonnensystem mit Jupiter zusammen, das sind eigentlich die beiden größten, jetzt außer mal der Sonne, die ja kein Planet ist. Und diese beiden Planeten, jetzt auch sogar die Sonne, besetzen ihr 11. Haus. Und Saturn war ja jetzt in dieser Position, weil Sie sehen schon, er verlässt jetzt das 11. Haus, 3 Jahre. Und Saturn wird seine Position am 21. Dezember verändern in das 12. Haus, wo er sie dann begleiten wird bis 22. März 2018. Das bedeutet, wir haben jetzt so eine Art Rückschau, ja, was sie so draus gemacht haben aus dem 11. Haus. Wie weit sie damit gekommen sind in der Bearbeitung der Themen, die eben mit dem 11. Haus zu tun haben. Und Sie sehen dies auch daran, denn Merkur steht jetzt auch noch im 11. Haus, der will nur mit beleuchten, informieren, sich darüber unterhalten, ja, und daraus lernen, ja. Venus will nur mit abwägen und Entscheidungen treffen, ja, und die Sonne, das ist ihre Seele, das ist ihr wahres Selbst. Auch die gibt die Marschrichtung vor, Haus 11 nur mehr anzuschauen, und Saturns Tage hier sind gezählt. Nun, das 11. Haus für Sie als Aszendent Wassermann ist eines, wenn nicht das wichtigste Haus im Horoskop, denn Wassermann ist das 11. Zeichen, folglich ist das 11. Haus besonders wichtig, denn das 11. Haus hilft Ihnen in besonderem Maße, ja, die Wassermann-Qualitäten in Ihnen mehr hervorbringen zu können. Und so ging es im 11. Haus sehr stark darum, dass Sie lernen, sich unter Ihren Mitmenschen oder in Gruppen sicherer zu fühlen mit Ihrer wahren Natur, trotz Ihrer Makel und Mängel, die Sie haben. Die nichts Besonderes sind, dass Sie nur Sie das haben. Jeder hat irgendwelche Macken. Auch ich, ja. Also jeder. So. Nur, diese Makel, die wir haben, können ein Ausmaß haben, dass sie sie behindert haben oder für andere ein Problem darstellen, ja, weil meinetwegen dieser Makel dazu führt, dass eben das für den anderen ein, wie soll ich sagen, daraus ein Nachteil entsteht. So weit darf es sicherlich nicht gehen, ne? Und deswegen ging es darum in den letzten Jahren mit Saturn in Haus 11, dass sie sich nicht nur ihrer psychologischen Schwächen bewusster werden, sondern diese so weit erkennen und bearbeiten und überwinden können, dass sie zumindest mit ihnen umgehen können und sich unter ihresgleichen in Gruppen unter Mitmenschen sicher fühlen und sich aber nicht mehr verbiegen, ja? Weder, dass sie jetzt meinen, sie müssten, wenn sie unter ihren Mitmenschen sind, ja, sich anpassen, um dazugehören zu können, ja. Das muss zwar teilweise so sein, weil manchmal gibt es auch Regeln in Vereinen, das ist auch das 11. Haus, insofern könnte das auch für sie ein wichtiges Thema gewesen sein die letzten Jahre, aber im Wesentlichen geht es trotzdem darum, dass sie nur ihre, dass sie auch trotzdem ihre wahre Natur nicht verbergen, ja.
und sich zeigen auch mit ihren anderen Ansichten und Meinungen, ja, und Interessen. Ja. Ja, natürlich hat alles seine Grenzen, ja. Es gibt auch Unarten, ja, die muss man jetzt nicht unbedingt präsentieren. Und da gilt es eher, die loszuwerden. Aber psychologische Genesung, ja, was hier in diesem 11. Haus weiter vorangetrieben werden wollte, sag ich jetzt mal, hatte zum Ziel, dass sie sich in Gruppen mit ihrer Individualität sicher fühlen. Ja? Und das konnte sich vielleicht in der Art und Weise zeigen, dass sie, ja, irgendwelche Aufgaben auf sie zugekommen sind, die sie in einem Verein zu übernehmen hatten. Ja, da gibt es ja viele ehrenamtliche Tätigkeiten, ja, oder dass sie sich irgendeiner Gruppe angeschlossen haben. Und dadurch wurde ihnen bewusster, ja, worin ihre Unsicherheiten noch bestehen. Und was sie ja nicht mehr tun sollten, wäre, diese Schwächen zu überspielen, ja, oder zu verbergen oder gar nicht sehen zu wollen oder sogar zu kompensieren, indem sie eine Schwäche, die sie in Wahrheit besitzen, ja, aber nach außen hin als Stärke darstellen. Das wäre kein guter Prozess gewesen der letzten Jahre. Viel besser wäre es gewesen, wenn sie zum Beispiel, sagen wir mal, sie haben eine Lernschwäche, ja, es gibt ja alle möglichen Schwächen, sagen wir, sie haben eine Lernschwäche und jetzt sind sie unter ihresgleichen. Und irgendwie haben sie immer noch das Schamthema mit ihrer Lernschwäche, dann wäre es ein großer Wachstumserfolg gewesen, wenn sie dahin gekommen wären, dass sie, weil das meinetwegen ja doch irgendwann auffliegt, wenn man unter seinen Mitmenschen ist, ja, wenn man da mehr Kontakt hat, dass sie dann in der Lage gewesen wären, wenn das halt meinetwegen irgendwie mal gepasst hat, weil es ja auch auffällt, dass sie diese Schwäche haben, dass sie dann zu einem anderen sagen, ja, du, ich habe leider diese Leseschwäche, ja, oder Lernschwäche, und deswegen kann ich das jetzt hier nicht so schnell verstehen. Ich muss mir das jetzt mehrfach anschauen. Da muss ich noch etwas mehr Zeit einsetzen wie andere, bis das bei mir sitzt. Ja, wie auch immer. Ja, ich wollte Ihnen das nur als Beispiel geben, dass man das eine Größe ist, wenn man sich dazu bekennen kann und damit umgehen kann und dann trotzdem nicht in Scham kommt oder in Unsicherheit oder verbergen wollen oder überspielen oder sogar sagen, ach, lernen überhaupt kein Problem, ich reiß alles nieder. Die Aufarbeitung der psychologischen Schwächen, dadurch, dass sie in Gruppen unter Gleichgesinnten oder in Vereinen, ja, diese mehr reflektiert bekommen haben, war das Ziel. Außerdem, ja, das Haus 11 hat ihnen die große Möglichkeit geboten, sich in den letzten Jahren intensiver damit zu beschäftigen, worin ihre größten Wünsche im Leben bestehen oder ihr größter Wunsch. Und sie merken, ich gehe immer stark auf die inneren Prozesse ein, ja, weil das, was sie innen an Substanz aufbauen, innen an Tugenden entwickeln, ja, das ist ja das, was sie nach dem Tod mitnehmen. Und darum geht es ja letztlich. Ne? Mensch, erkenne dich selbst, ja, inneres Wachstum. Und die äußeren Dinge sind ja, also äußere Dinge wie Partner, Arbeit, Körper, Gesundheit, sind ja nur die Übungsfelder, in denen dieser innere Wachstumsprozess erfahren wird durch Spiegelung, ja, oder auch intensiviert wird. Und Wünsche, die Wünsche sind es ja, die eine Seele und damit auch Sie und mich und alle, die wir hier sind, auf einem materiellen Planeten zur Verkörperung, zur Inkarnation gebracht haben. Und das Ziel der Inkarnation besteht auch darin, diese Wünsche zu erfahren, ja, die in ihnen sind, ihre größten Wünsche, oder zu transformieren, indem sie erkennen, naja, ist vielleicht doch nicht so toll der Wunsch, eigentlich wollte ich immer Popstar werden, aber wenn ich mir die Szene so anschaue, wie das da so abläuft, ja, und dann muss ich vielleicht noch vom Bohlen auftreten, haha, war ein Joke, ja, nee, ist nicht mein Weg, ja, das lasse ich.
das lohnt sich für mich doch nicht. Für mich ist was anderes vorgesehen. Dann ist es auch in Ordnung, denn das Ziel ist ja, wunschlos zu werden. Wunschlos glücklich heißt ja auch so schön, ne? Und alles innen zu finden. Dazu gehört aber eben auch Wünsche, wo man meint, die müsste man noch erfahren, zu erfahren. Ja, vor allem, es geht hier um 11. Haus, um den größten Wunsch. Und so wünsche ich Ihnen, dass es Ihnen gelungen ist, Ihren größten Wunsch im Leben erfahren zu können. Ich kann das mal für mich jetzt aus meinem Horoskop sprechen, mal nur als Beispiel. Ich bin Skorpion-Aszendent und ich habe im 11. Haus stehen die Venus, die über das 7. Haus herrscht und über das 12. Haus. Was bedeutet das? Meine größten Lebenswünsche bestanden darin, eine Beziehung zu haben, Venus. Und Venus regiert das 7. Haus, ja, ein schönes Leben, Haus 7, auch im Ausland. Ja, ich spreche ja gerade hier aus Bulgarien zu Ihnen. Ich bin ein bisschen Weltenbummler, ja, treibe mich hier rum auf dem Planeten. Das wollte ich aber erfahren, war mir wichtig, ja. Und nur wichtig ist, dass Sie die Dinge dann auch tun. Deswegen das 11. Haus ist, dass Sie sich dieser größten Wünsche in Ihrem Leben bewusst werden und die auch leben. Denn das Schlimmste, was der Mensch bedauert, kurz bevor er stirbt, ist nicht, dass er stirbt, sondern er sagt, hätte ich doch nur mich mehr getraut und meinetwegen hätte er mal ein paar Jahre im Ausland gelebt, ich wollte es immer mal machen. Gut, kann jetzt auch was anderes sein. Ne? Der Nächste sagt, ich wollte eine Bienenzuchtfarm aufmachen oder was weiß denn ich, ja? Jeder hat ja irgendwas anders, oder ich wollte Musiker werden, oder ich wollte Astrologe werden, ja, auch Achtung, gefährlicher Job, ja. Schöne Arbeit, schöne Arbeit, sehr schöne Arbeit, ganz schöne Arbeit, ja. Ja, 11. Haus, das sind also die Themen, ja, und mein Tipp ist jetzt da auch mal innezuhalten und zu reflektieren, inwieweit Sie in der Überwindung Ihrer psychologischen Schwächen bezogen auf Ihr Gruppenverhalten gekommen sind, Haus 11, und inwieweit Sie in der Umsetzung und Realisierung Ihrer größten Wünsche im Leben gekommen sind. Entweder, dass Sie die mehr entdecken, worin die überhaupt bestehen. Das erste Phase ist ja erst einmal ein Prozess, die zu finden, und dann der zweite Prozess ist ja dann, die auch in die Umsetzung zu bringen. So, aber die Besetzung des 11. Hauses wird reduziert, weil Sie sehen ja schon, Saturn, Sonne gehen am 21. bzw. 22.12. in Haus 12. Da verändert sich was. Und die Sonne ist jetzt erstmal begleitet den Saturn. Und zwar ist sie ja da ab 22.12. 30 Tage auch erstmal in Haus 12. Dann geht ja die Sonne rüber. Ende Januar in Haus 1, aber erstmal ist sie mit Saturn in Haus 12. Und Haus 12 bedeutet dann erst einmal eine Energie, die da entsteht. Und das ist ja bei Ihnen eine schöne Zeit dann auch, weil das ist kurz vor Weihnachten, wo diese Energie stark intensiviert wird. Am 21.12. geht Saturn, Ihr Aszendentenherrscher, am 22.12. die Sonne, die auch Sie repräsentiert und Sie als Seele repräsentiert, ins Haus 12. Haus 12 löst damit wenige Tage vor Weihnachten eine Energie aus, wo es darum geht, zurückzublicken, in sich zu gehen, in die Stille zu gehen, tiefes Nachsinnen, nach der höchsten Wahrheit suchen. Das 12. Haus steht auch für Meditation und die Gottessuche. Ja? Und das passt ja gut, denn es ist ja auch um die Weihnachtszeit, ja, so eine Schwingung in unseren Breiten, dass man doch irgendwie spürt, es könnte noch um was anderes gehen, als wie produzieren und konsumieren. Also sprich, arbeiten, um Geld zu verdienen, um dann wohin zu gehen und es wieder auszugeben. Ja? Das sind nur zwei Dinge. Das Leben fußt aber auf vier. Auf vier Füßen steht die heilige Kuh. Und nicht nur auf Artha und Karma, also Produktion und Konsum, sondern da gibt es noch zwei andere Dinge. Ja, lasse ich Sie jetzt raten. Ja, können Sie vielleicht, aber Sie finden es raus. Artha und Karma, und dann gibt es aber noch zwei andere Ziele, damit das Leben des Menschen erfüllt ist. Und dieses Haus 12 löst die Energie aus, dass Sie mir nachsinnen, in sich gehen, meditieren, ja,
innere Stille. Meditieren heißt auch mal wirklich zu sich zu kommen. Und wissen Sie, in der heutigen Zeit, das System dreht immer schneller, ja, immer schneller, der Druck nimmt immer weiter zu, bis es irgendwann wieder kracht und dann müssen wir wieder alles neu machen. Ja. Das ist so, das Auf und Ab der Wirtschaft, ja, des Finanzsystems auch. Und da kann man mitrennen und ein Stück weit braucht man auch die Butter auf dem Brot, aber man kann sich wirklich überlegen, dass man das auch anders machen kann. Und es gibt auch viele alternative Lösungen, wie man das für sich auch anders machen kann, wenn man merkt, man fühlt sich damit nicht so wohl. Und Haus 12 bietet Ihnen nun dann die Energie, dass Sie ja mehr in diese Qualität kommen sollen. Ja? Sprich, das 12. Haus ist ja so wichtig im Horoskop, weil es steht für Vollendung. Ja? Das heißt, Ihre Reise geht dahin, sich damit zu beschäftigen, wie kommen Sie aus dem Kreislauf der Wiedergeburt heraus. Und dazu müssen gewisse Bindungen auch aufgelöst werden. Bindungen heißt, wo Sie noch anhaften. Eine Anhaftung ist etwas, was bindet, und zwar in der Form, dass es zur Wiedergeburt führt. Das Ziel ist aber, dass Sie den menschlichen Körper bekommen haben, um die Bindungen zu überwinden. Und deswegen bringt das 12. Haus, wenn Sie diesen Prozess nicht bewusst gehen der nächsten Jahre, auch Trennungs- und Verlusterfahrungen mit sich, die Sie nach höheren Antworten suchen lassen. Ja? Das 12. Haus wird eher eine Qualität für Sie in den nächsten Jahren erzeugen, dass Sie sich mehr allein fühlen wollen, allein sein werden, ja, Sie auch mit dem Verlust von Dingen oder Menschen konfrontiert werden, wo Sie gezwungen werden loszulassen. Ja, Saturn läuft ja vieles karmisch ab, da kann man ja oft nur zuschauen wie in einem Film. Und dann aber lernen, trotz dieser Verlust- oder Trennungserfahrungen in der Gelassenheit und im Gleichmut bleiben zu können. Weil darum geht es. Die Saturn-Qualitäten möchten dann, ja, und es geht ja dann schon mit dieser Qualität los, möchten entwickelt werden, die Gleichmut, Gelassenheit, Gelöstheit, Distanziertheit, wie ein Beobachter durchs Leben gehen, ja, zu verstehen, dass sie nicht der Körper sind. Das sind alles Dinge, die sie vertiefen sollen und das lernen sie dadurch, indem was weggeht von ihnen oder indem sie sich vielleicht mehr um den Körper kümmern müssen, ja, weil letztlich, ich sage es nur mal, es geht immer nur um die Entwicklung dieser inneren Dinge. Ja, wir werden aber da noch mehr drüber sprechen und die Sonne ab 22. Dezember lässt Sie deswegen auch mehr Rückschau halten auf das vergangene Jahr. Wie weit bin ich denn gekommen? Und Sie haben eine schöne Zeitqualität, denn Sie können entweder diesen Wahnsinnsstress mit dem Shoppen mitmachen, ja, und von früh bis abends, hätte ich mal gesagt, am Wochenende am Glühweinstand, am Weihnachtsmarkt, aber das ist nicht das Ziel, ja. Das Ziel ist, für Sie ab Weihnachten mit Ihrer Zeitqualität nach innen gehen, nachsinnen, auch mal allein sein und über das, wie Sie frei werden können von den Bindungen, frei werden können aus dem Rad der Wiedergeburten nachzusinnen. So, Jupiter, Mars befinden sich immer, Jupiter ja immer noch in Haus 10, da ist er ja länger. Das lässt Sie mehr Sinn und Freude finden in der Entwicklung Ihrer Karriere. Und jetzt schiebt Mars auch mit an, weil ab 10. Dezember, sprich die 14 Tage vor Weihnachten vor allem, wird Mars Ihnen noch einen zusätzlichen Energieschub verpassen, dass Sie Ihre Karriere nach vorne bringen. Die Mondknotenachse hat sich nicht verändert. Nach wie vor bleibt es immer noch ein Thema, dass Sie Ihre Beziehungsqualitäten auch im Umgang mit einem Partner auf einen höheren Level bringen und dass Ihnen Unsicherheiten, die Sie in einer Beziehung haben, noch mehr und weiterhin gespiegelt werden. Ja, das wäre es dann für Sie, der Dezember 2017 mit Ausblick und Perspektive auf die längerfristige Entwicklung durch den veränderten die veränderte Hausposition Saturns, der ja so wichtig ist in Ihrem Horoskop.
So, zum Schluss nur noch mal die Erinnerung. Erstens, bitte beachten Sie, dass diese Deutungen ja von Ihrem Monatshoroskop vorgenommen worden ist oder vorgenommen werden von Ihrem Aszendenten, nicht von Ihrem Sonnenzeichen aus. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, können Sie mit dem Link, der unterhalb dieses Videos vorbereitet ist, mir Ihre Geburtsangaben schicken und ich teile Ihnen binnen eines Tages Ihren Aszendenten mit, damit Sie wissen, welches der 12 Videos jetzt für Dezember für Sie das Richtige ist. Zweitens, ich biete Ihnen auch gratis an, dass Sie den wichtigsten Planeten in Ihrem Horoskop mitgeteilt bekommen, den sogenannten Seelenplaneten. Er ist wichtiger wie Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendent und Sie bekommen gratis eine Seite Beschreibung Ihres Seelenplaneten, der es in Ihrer wahren, zeitlosen Natur beschreibt. Auch dazu ist unterhalb des Videos der Link vorbereitet und Sie können dies anhand dieses Links dann bei mir gratis erfragen und erhalten Ihren Seelenplaneten binnen eines Tages. Dann nochmal die Erinnerung, das tolle Horoskop, das meine geschätzte Kollegin und Ehefrau Brunhilde Feiner erstellt, und zwar meine Sterne 2018. Verpassen Sie es nicht, mehr über Ihre Zukunft, Ihre Chancen und Möglichkeiten im kommenden Jahr zu erfahren durch die manuelle Deutung der Arbeit von meiner Frau, ja, die das Horoskop eben nicht mit Softwareausdruck macht, sondern mit Zeit und Hingabe hier eine sehr wertvolle astrologische Arbeit für Sie erstellt, indem sie Monat für Monat 2018 für Sie manuell auswertet. Auch dazu, wenn Sie wissen wollen, dass Sie hier das Horoskop Meine Sterne 2018 bestellen können, finden Sie unterhalb dieses Videos einen Link, der vorbereitet ist, damit Sie auf Ihre Seite kommen. Ja, und ich wollte Sie auch nochmal einladen, mir auf Facebook zu folgen. Auch dort habe ich ja eine Gruppe für vedische Astrologie. Geben Sie einfach ein vedische Astrologie als Suchbegriff und dann können Sie gratis in dieser geschlossenen Gruppe zu vielen weiteren interessanten Informationen gelangen über die vedische Astrologie. Ja, das war's. Damit sind wir am Ende. Ich darf mich an der Stelle für Ihre Treue auch für dieses Jahr bedanken. Ihnen natürlich ein inspirierendes, berührendes, gesegnetes, heilsames, friedliches, ja, Weihnachten an der Stelle schon wünschen, genauso wie einen guten Rutsch für 2018 hinüber und freue mich dann schon wieder, wenn ich Sie Ende Dezember über die planetare Großwetterlage dann Januar 2018 informieren darf. Vielen Dank.